Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig. Wir machen sofort weiter. Und der umgekippte Baum ist da immer noch. Na, das ist doch mal ein Gaudi. So, wir waren stehen geblieben. Wir haben unsere Hanfproduktion erbaut. Wir haben Steinproduktion eröffnet. Wir haben unsere Stadt mit einer Webstube versorgt. Und ich stelle gerade fest, dass ich meinen Gegenspieler total hasse. Oh, ja. Alter, okay. Ich weiß schon, gegen wen es Konflikte geben wird. Ich dachte eigentlich, der würde sich hier ansiedeln. Aber der hat sich natürlich auf seiner Insel bequem gemacht. Gut, dann machen wir das hier nur als kleine Insel und das wird unsere Hauptinsel. Mal gucken wir, wie das alles wird. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Nur zu, macht euch mit unserer Baukunst vertraut. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Was ein bisschen natürlicher aussehen lassen. So sieht's doch schon mal nicht schlecht aus. Ich mache nur noch. Oh nein. Das lasse ich so. Dann können die aufsteigen und dann können wir neue Gebäude erbauen. Und was ich ganz gerne mache: Holz verhalten. Ist immer viel besser, als wenn man irgendwie sich das ganze Holz immer wieder besorgen muss oder so. Ne? Webstube hat nix. Finde ich schade. Hat nix. Dann werden wir noch ein paar bauen. Ja. Okay, so klingt's logisch und plausibel. So. Wo haben wir denn unser Punkt? Hier. Was? Baumöglichkeit? Wer sagt das? Ich gratuliere euch zu dieser prächtigen Stadt. Du. Na gut. Komm schon. So. Dann müssen wir es auch irgendwie so ein bisschen in Stadtnähe bauen. Ja, ich baue es einfach hier hin. Ja, 3 Tonnen, na bitte. Und hier beginnt es schon zu arbeiten. Und wir sehen, dass das Rad sich bewegt. Gucken wir uns doch mal die Gegenspieler an. Ja, okay, ich gebe zu, die sind von der Wirtschaft, sie sind wirtschaftlich viel besser aufgebaut, aber ich bin. Hab mehr Zivilisation, denke ich mal. Hoffe ich mal. Darum bete ich doch. Nein. Wir werden uns mal ein bisschen hier erweitern, bevor unser lieber Freund das tut. Und das würde ich nicht nett finden. Dann gucken wir mal. Ah ja. Ziegen. Mein Freund die Ziege. Ach ja, genau. Ah. Dann müssen wir extra noch eine Noria richten.
Das hier ist besonders platzsparend, finde ich. Also jetzt nicht überall Norias zu bauen, das ist nicht platzsparend, das sage ich euch. Aber eben so zu bauen. So, somit wird der Bedarf an Milch, Ziegenmilch, gedeckt. Haha. Ja. Entschuldigung für die Schnieferei. Ja. Ja, scheine ich immer noch ein bisschen erkältet zu sein, aber. Ey, wen stört's denn? Mich auf jeden Fall. Ja. Ja, müssen wir warten. Ah, ihr seht schon, Bilanz ist stark nach unten gegangen. Ah, nein. Ach ja, und dann bräuchten wir ja auch. Ah ja, fällt mir jetzt erst ein. Ah, doof, doof. Wir müssen ja noch Werkzeugproduktion machen. Die Production. Aber dafür müssen wir erstmal unsere Wirtschaft erweitern. Steht uns eine ertragreiche Ernte bevor. Dass wir uns das leisten können. Aber sieht schon mal alles gar nicht so schlecht aus. Hanf haben wir, 4 Felder, 2 Webstuben, die alle arbeiten, 5 Holzfällerhütten, ja, Mosthöfe 2. Jetzt ist die Frage, reicht das denn aus? Also 2 Leinkutten haben wir auf jeden Fall. So steigt die Bilanz. Boah, Fisch haben wir auch. En masse. Naja, das ist doch was. Und den einen Baum geht's prächtig dort. Und dann überlege ich mir, ich will noch eine eine Insel suchen, wo es viele Rohstoffe zu finden gibt, wie Stein, Eisen, Kohle. Ja, hier unsere Kohle und eben Holz, dass wir uns da in der Wirtschaft ein bisschen bessern, also dass eine Insel komplett für Baumaterialien genutzt wird und die Insel so ziemlich nur für Häuser dient. Das wäre mir doch sehr wichtig. Naja, kann er auch sich so bewegen, ja, aber wer macht das heutzutage schon? Keiner. Und ihr seht schon, wirtschaftlich geht es schon stärker voran gerade, weil die so gut sind. Ach ja, und da fällt mir was ein, glücklich müssen ja nicht sein, die können ja auch zufrieden sein. Seht da mal, wie viel schon mehr geworden ist. Ja. Na. Ansonsten gibt's nicht so viel zu sagen. Hier haben wir eine wundervolle Ziegenherde. Und er hat natürlich die Assassinenfestung für sich beansprucht. Das heißt, er kann, wenn er ihnen Geld und Waren gibt, sich eine Assassinenlager von dem Borgen sozusagen. Ja. Wäre natürlich für ihn von großem Vorteil. Und ich will wissen, haben wir... Nein. Na, braucht euch nicht zu interessieren. Oh, der hat sich schon wirtschaftlich sehr stark ausgebessert und wir können... Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Ja, dazu kommen wir noch. Wartet aber mal kurz. Ja, da bin ich wieder zurück. An dieser Tour. Ja, wie gesagt, wirtschaftlich ein bisschen ausbessern. Das heißt, wir müssen
ein bisschen was verkaufen. Fisch kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Und man kann auch bisschen Holz. Nein. Bisschen Holz verkaufen. Bis zu 40. Nein, 40. 40. 40. Ich suche die 40 hier. Und dann... Ja, ansonsten gibt es nichts so wirklich, was wir verkaufen könnten. Dann werde ich mal mit diesem Schiff ein bisschen hierhin reisen. Und doch, wir könnten uns Werkzeug einkaufen, was wir auch brauchen. Dann machen wir 35. Wir haben es ja, Dicke. Noch haben wir es, Dicke. Ja, ja, das ist schon so. Aber da seht ihr mal, wie schlecht die ihre Struktur in der Stadt aufbauen. Nämlich haben die schon fast die komplette Insel besiedelt. Hier, er auch. Hier noch, der Fleck hier ist übrig. Oh, der hat Fischhalten abgerissen. Ja, da sind, wir haben doch kaum noch was. Wir haben kaum was entdeckt. Ja, Werft kann ich noch nicht so wirklich bauen, werde ich aber machen. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Nein. Entschuldigt das Missverständnis. Ja, und Entschuldigung dafür, dass der Part jetzt ein bisschen kürzer wird, aber ich muss jetzt beenden. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und ciao.